Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch zeigen, welche Spieler ihr jetzt in diesem Moment verkaufen müsst, um richtig viel Coins zu machen, also welche Spieler gerade extrem viel wert sind und vor allem auch eben Karten, in die wir in letzter Zeit zusammen investiert haben, wo ich eben auch Videos darüber gemacht habe und da haben sich die Leute dann immer gewünscht, yo, hau dann bitte auch ein Video raus, wann man die Karten verkaufen soll und jetzt ist eben der Zeitpunkt, wo man zum einen mal die Scream-Karten verkaufen muss, denn die haben bis morgen, also bis zum 5. noch ein Upgrade, also die sind jetzt wieder hoch auf diese Halloween-Werte sozusagen, Crouch mit einer 87 und ihr seht schon, den habe ich für 27.000 verkauft und okay, anscheinend sieht man hier nicht, wie viel ich ihn gekauft habe, ich habe ihn aber für circa 17.000 geholt, aber dazu habe ich ja damals eh ein Video gemacht, das heißt, wir haben mit dem Spieler einfach mal 10.000 Münzen Gewinn gemacht und ich kann euch das hier dann auch nochmal auf der Transferliste zeigen, dass Crouch wirklich im Moment so viel wert ist, ihr seht es hier, für 28.000 bekommt man die Karte circa und das ist auf jeden Fall mega nice und da haben wir auf jeden Fall gut Gewinn gemacht. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Scream-Karten in eurem Verein drinnen habt, dann müsst ihr die unbedingt jetzt verkaufen, denn jetzt ist der absolut perfekte Zeitpunkt. Denn den ersten Upgrade-Boost, den hatten sie schon. Danach haben sie wieder den normalen Werte gehabt und da haben die meisten dann alle gesagt, yo, ich verkaufe die jetzt, keinen Bock mehr und so. Und wenn ihr die behalten habt, dann habt ihr jetzt gut Coins gemacht, weil die eben direkt danach ein ziemlich, ja, plötzliches Upgrade nochmal bekommen haben und dadurch habt ihr jetzt natürlich schön Coins gemacht. So, Freunde, neben diesen Scream-Karten könnt ihr jetzt auch unbedingt eure 84er Karten loswerden und zwar sind die gerade alle ziemlich viel wert, ich zeige es euch hier mal, Fährmann für 2000 geholt, kostet ca. 4000, Timo Horn geholt für 2000 Münzen, kostet auch ca. 4000 Münzen und Bürki hatten wir in einem Pack und den habe ich dann natürlich behalten und da sehen wir auch schon, dass der ca. 4000 Münzen kostet, also ich würde euch raten, alle 84er Karten zu verkaufen und das ist ganz, ganz wichtig, denn die sind jetzt wirklich alle so um die 4000 Münzen wert. Ich habe ja damals auch zum Beispiel in Adoris investiert, da habe ich aber mittlerweile schon alle Adorises, wenn man das so sagen kann, überteuert verkauft. Also ich investiere meistens so in 84er und die stelle ich dann aber auch direkt überteuert rein und das funktioniert auch ganz gut. Deswegen habe ich gar nicht mehr so viele, weil eigentlich eh die meisten schon überteuert weggegangen sind. Ich schaue nochmal, ob ich da hinten noch irgendwelche Karten habe, irgendwelche 84er. Ne, habe ich nicht wirklich. Ein 83er Lemar hätte ich dort noch. Aber Leute, das sind auf jeden Fall auch Karten, die ihr jetzt verkaufen müsst. 84er Spieler, denn wir haben die alle für 2000 Münzen eben geholt, wie ihr gerade vorhin gesehen habt. Und wenn wir die eben jetzt verkaufen würden, würden wir, ja, 2000 Coins plus machen. Deswegen werde ich die jetzt dann auch nachher gleich verkaufen. Und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. So, ein kleiner Input. Und zwar diese Karte hier. Für 17.000 Münzen verkauft. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Aber damals habe ich mir drei Abstoß-Informs für, ja, circa 10.000 Münzen geholt. Und jetzt habe ich eben schon mittlerweile alle verkauft. Den sogar für 17.000. Den anderen für 14.000. Und den wieder anderen, glaube ich, für 16.000 Münzen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch nice, also diese Informs da, die gehen auch gut weg und das kann ich euch auch nur raten nochmal, also holt euch Abstoß-Informs und stellt die dann einfach so, ja, für das eineinhalbfache rein, also so 15.000 bis 18.000 würde ich mal sagen, stellt die da einfach mal teurer rein und wartet ein bisschen, denn wie ihr sehen könnt, funktioniert das Ganze auch ganz gut. So, weitere Spieler, die ihr jetzt verkaufen müsst, das sind Spieler, die bei den Ligen-SBCs gebraucht werden und zwar meistens bei den Ligen-SBCs, also bei den Teil-SBCs, wo man ein geiles Pack bekommt, zum Beispiel jetzt irgendwie ein 25k-Pack oder so, da steigen die Spieler dann extrem an und meistens sind es die Verteidiger. Ihr seht es hier, Ajax Amsterdam 2300, man bekommt keine einzige Karte. Erst für ca. 3000 Münzen kommen da die ersten Karten. Das heißt, wenn ihr da jetzt irgendwelche Ajax-Verteidiger in eurem Verein habt, dann müsst ihr die unbedingt anbieten. Das Ganze geht aber noch mit vielen, vielen weiteren Mannschaften, zum Beispiel, weiß ich nicht, mit Galatasaray-Verteidigern oder mit PSV-Verteidigern. Also da gibt es ja mittlerweile schon 6 Ligen-SBCs und da müsst ihr einfach die SBCs nehmen, wo man ein geiles Pack bekommt. Zum Beispiel, wenn man da jetzt eben ein 25k-Pack bekommt, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, bei Ajax zum Beispiel bekommt man ein 25k-Pack und das heißt eben, dass die Spieler extrem ansteigen und du brauchst halt natürlich auch den einen oder anderen Verteidiger, sonst wird es sich von der Chemistry nicht ganz ausgehen und deswegen steigen diese Ajax-Verteidiger dann einfach extrem an und ich würde euch raten, geht in euren Verein hinein und schaut, ob ihr Ajax-Spieler habt oder geht in euren Verein rein und schaut, ob ihr PSV-Spieler habt. Einfach dort, wo geile Packs sind, da geht ihr dann immer da so und schaut, okay, das wäre ein 15k-Set, das wäre auch ganz nice. Dann geht ihr in euren Verein, schaut, ob ihr PSV-Spieler habt und dann stellt ihr die alle teurer rein und das Ganze macht ihr mit allen Ligen und mit eben jeder Mannschaft im Endeffekt. Also ihr schaut wirklich,
ob ihr da von den Mannschaften, wo man eben dann geile Packs bekommt, ob ihr da Spieler von denen habt. Denn dann könnt ihr da so easy Coins rausschöpfen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe meine Karten da eigentlich schon fast alle im Stream verkauft. Deswegen habe ich fast keine, beziehungsweise ich habe keine Ajax- oder PSV-Spieler mehr im Verein. Zum Beispiel den hier habe ich verkauft für 700. Das ist ein random Silver Non-Rare und den habe ich für 700 verkauft. Und das ist ein ZOM. Und ZOMs sind meistens nicht so nice bei solchen SPCs. Denn eher die Links- und Rechtsverteidiger und Innenverteidiger, die steigen eigentlich am meisten an, weil es von denen im Normalfall am wenigsten gibt. Und ja, Freunde, das ist an sich jetzt auch schon der dritte oder vierte kleine Trading-Tipp aus diesem Video. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18-Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war mal ein bisschen ein Mixmarsch aus bisschen Trading, aber auch halt eben diese Info, was sollt ihr verkaufen, was sollt ihr nicht verkaufen, denn ihr könnt natürlich auch diese ganzen Spieler snipen, also wenn jetzt zum Beispiel da die Ajax-Spieler sind, könnt ihr die ganz easy snipen, denn wer denkt da schon dran, also da gibt es einige, die da so einen Golden Non-Rare dann einfach für 400 Münzen reinstellen, also würde ich euch raten, da vielleicht auch mal zu snipen. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.